Guten Morgen, Herr Zenkel. Ja, guten Morgen, Frau Ebinger. Haben Sie Lust, noch schnell einen Kaffee zusammen zu trinken? Ach ja, gerne. Ach, dann kommen Sie doch rein. Ich habe die Maschine schon an. Jetzt muss ich Sie doch mal ganz neugierig fragen. Wie geht's Ihnen denn jetzt mit Ihrem Forum im Seminar? Das Forum? Ah ja, das habe ich ja gesagt. Das kann man sich ganz einfach sparen. Zwei Studentinnen haben bisher drin geschrieben. Den einen Kommentar könnte man aber auch gleich löschen. Ach, das ist ja interessant. Oh, bei mir läuft es völlig anders. Ich bekomme jeden Tag so viele Benachrichtigungen, dass im Forum was geschrieben wurde, dass es schon ganz schön anstrengend wird. Wenn ich das wieder mache, suche ich mal eine Tutorin, die alles betreut. Oder Sie lassen das Forum einfach weg. Nee, das will ich auch nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, wann ich das alles beantworten soll. Ich habe doch wirklich was anderes zu tun, als Forenbeiträge zu beantworten. Irgendwie muss ich das doch noch anders machen. Wenn die dann auch noch alles doppelt oder durcheinander schreiben. Ich weiß nicht. Meinen Sie, dass es vielleicht daran liegt, dass Sie ein Seminar und ich eine Vorlesung habe? Vielleicht braucht man so ein Forum bei mir ja gar nicht. Na, vielleicht mache ich auch was falsch. Das ist doch wirklich komisch, dass bei mir im Grunde niemand einen Beitrag geschrieben hat, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich habe bisher so wenig Erfahrung mit diesen neuen Medien. Vielleicht müssen wir noch lernen, wie ein Forum optimal moderiert wird. Das wäre wirklich interessant. Vielleicht lässt sich der alte Skeptiker Zenkel ja noch überzeugen. Probieren wir es aus.